Und Heidi ho, meine Lieben. Ich bin's wieder, der G-Man. Und wir zocken heute natürlich Sons of the Forest weiter. Neues Update ist draußen. Gerade ganz, ganz frisch. Gerade runtergeladen. Und wir sind rein. Der Jusen ist natürlich am Stissel. Der David ist am Stissel. Und heute ist auch noch MC Endless am Stissel. Aber der ist gerade sich noch was zu trinken holen. Sagt mal hier sonst. Bin ich schon. Sagt mal Hallo, Leute. Hi. Hi. Hallo. Ach ja, der Schach Shaolin ist auch da, aber nicht im Spiel, sondern nur im Discord. Also den könnt ihr nur hören. Falls ihr also eine erotische Stimme hört, das ist der Schach Shaolin. Eine Tiefe, ja, das ist er. Hallo. Da ist er, da ist er. Oh, Erektion, direkte Erektion. Ich hoffe alles... Hallöchen. Hupöchen. Ich hoffe sonst, dass alles läuft, Leute. Wenn irgendwie Bildton irgendwas sein sollte, sagt er gern Bescheid, wenn... das Spiel irgendwie lecken sollte, gucke ich halt nochmal. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen OBS nämlich nochmal für die Streaming-Einstellungen und Aufnahmeeinstellungen gleichzeitig rumgefummelt. Und ja, das ist jetzt mal so ein Test, ne? Ich habe gerade nochmal geguckt, habe das Spiel auch nochmal ein bisschen eingestellt. Hoffe, dass es gut wird für uns. Und dann gehen wir mal rein da und ja, gucken mal, was abgeht, was jetzt im neuen Update drin steckt. Aber erstmal müssen wir den Olli holen gehen, oder was? Ich bin schon dabei, Digga. Ich bin schon dabei. Mir ist kalt. Und das ist das Geile. Und das ist das Geile am Game, finde ich, dass es halt Sommer und Winter gibt. Das finde ich richtig gut. Das haben wir Winter, richtig oder? Gut. Wir haben aber gerade Winter, genau. Ich hab mein Essen mit. Nein, nee, wir haben Sommer, Digga. Winter ist schlimmer. Einer? Ja. Ist jetzt alles vorbereitet für Montag. Also, da sind wir schon mal safe. Sauber, sauber. Da, wo der Schach Shaolin das gerade sagt, wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben einen YouTube-Kanal, der Schach Shaolin und ich zusammen. S und G präsentieren. Ne? Aber wenn er nur S und G eintippt und ein bisschen scrollt, findet er uns auf jeden Fall auch. Oder halt in dem Zusammenhang mit The Forest oder The Witcher. Weil The Forest zock ich gerade, was wir schon veröffentlicht haben, ein paar Folgen. Und The Witcher 3 zockt der Schach Shaolin gerade, wo wir ein paar Folgen veröffentlichen. Gibt es in der Woche immer so zwei, das jetzt schon mal vorab, um es mal kurz zu erklären. Und es kommt immer eine Folge montags, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Das ist unsere erste Base hier, Endless? Und meine Folgen kamen bis jetzt, glaube ich, immer Sonntag und Mittwoch. Und die von Schach Shaolin halt, dann, genau. Also, falls du die ein bisschen equipped mal nehmen willst, darfst du die gerne hier frei für die. Das ich weiß ja gar nicht, was man damit braucht, also ich muss mal die Grundlagen, weil ich weiß gar nicht, was das hier ist. Seife? Ja. Nee. Das ist ja, Mann, das ist Seife, kannst du gleich mal in den Arsch schieben. Nee, das ist Munition, dann gibst du hier halt noch, ja, gut. Wo ist David hin? Die Butterpäckchen versteckt. Alles also schwierig zu erklären, eigentlich müsstest du die Höhlen eigentlich alle machen, damit du auch die Waffen hast, aber ich bring dich erstmal zu den Leuten, würde ich sagen. Okay, okay. Glaub mir, er will die Seife. David ist weg. Ich will die Seife. Heb die Seife auf. Heb die Seife auf. Na, immer wegen Duschen gehe, bitte heb sie auf. Ja, das muss soll ja flippen. Wir könnten ja auch mal auf die Map gucken, ob da irgendwelche neuen Icons vielleicht aufgetaucht sind, oder? Icons? Sorry, Digga, ich muss mich nur kurz orientieren. Ah, das kann dauern. Kommt wieder Angriffe durch die Welt. So, was habt ihr die nächste halbe Stunde so vor? Jusen muss erstmal orientieren. Und dann dauert es noch eine halbe Stunde, bis er da hingelaufen ist. Aber ich muss mich ja gar nicht nach der Karte orientieren, weil ich sehe ja die kleinen Kürbis. Folgst du mir, Dicker? Ich folge dir. Nein, nein, auf Schritt und Tritt. Du siehst ja auch da die D und G in der Luft, oder? Ja, so an die Zuschauer, eure Zufriedenheit ist unsere Zufriedenheit. Eure Belange sind unsere Belange. Richtig. Hallo? Hallo? Euer Geld ist unser Geld. Bleibt zu Hause. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Jusen? Meine Mutter ja, weiß... läuft und vielen Dank, ist das lieb? Meine Mutter feiert das übrigens immer noch, ne? Die Episode. Die war das? Gollum lang mittendurch. Da ist Gollum. Der läuft genau wie der Gollum. Ja, ich weiß. Ich nenne die auch immer Gollum. Ist ja geil. Die gibt's auch noch, ist der dirty, also ist der dreckig oder ist der nicht dreckig? Also ist der sauber. Das sehe ich nicht. Weil wenn er dreckig und dunkel ist, dann ist er wirklich ein Gollum. Die gibt's auch noch in nicht dreckig. Aber die klopfst du mit zwei Hieben mit der Axt oder sowas weg.
Aber er hat ja gar nichts. Wie mache ich die Axt auf? Wa? Wo ist denn das Menü? Das Menü, das Coole ist, die Gegner greifen, weiß ich gar nicht, was war denn das? I. Bei mir ist es I, ja. Und in, also Kurzmenü, Shortmenü, das musst du dir aber einrichten, erst mit deinem Rucksack ist I gedrückt halten. Okay. Dicker, pass auf! Der Wichser greift dich an! Ey, na, ich muss ja erstmal erst meine Axt rausholen. Ja, aber trotzdem greift er dich an, der wartet nicht auf dich, Dicker. Absolut. Ich sehe sie, Leute, ich sehe sie. Ich glaube es nicht. Oh. Sorry, Endless. Der Typ hat dich doch noch gefickt. Aber dafür habe ich die Beine gefickt. Aber das ist nicht schlimm, man kann dich immer wieder aufheben, Digi. Nee, aber das Ding ist, der eine Typ hat nochmal raufgeboxt. Ach so. Auf ihn. Ja, das ist dann blöd gelaufen, Jusen. Du hättest ja auch Endless, wo du hier warst, einfach deine andere Axt geben können, dann hätte er eine Waffe gehabt. Ich oder mal Medikamente oder so. Das Ding ist, er wollte ja gerade nehmen, deine Axt. Mhm. Oh, okay. Wie gesagt, eine Axt hat er ja. Die haben wir alle. Ist ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl, das Game. Ein bisschen, ja. Ich habe gerade auch schon noch mal ein bisschen runtergestellt, obwohl eigentlich alles okay war, so wie ich es eingestellt hatte. Habe ich auch noch mal vorm Stream überprüft, Leute. Oder eigentlich ja, im Wartebildschirm, sag ich mal. Ja, aber manchmal, also. Manchmal ist das Spiel aufgrund der ganzen Sachen, die wir da gespeichert haben. Muss ja erstmal laden. Na, jetzt dann noch mal kurz gucken. Prozessor alle Chicken Waikiki. Grafikkarte auch. Also theoretisch könnte man auch noch ein bisschen höher stellen. Aber da hat der Jusen wo recht. Das ist immer, wenn viel geladen wird. Nein, die Höhen sind nicht gruselig, aber... Also, okay, ich spiele gern Horror-Games und gucke auch gern Horrorfilme. Aber es ist nicht so, dass ich mich da nicht erschrecke. Aber gruselig für mich irgendwie gar nicht. War im ersten Teil schon gar nicht so. Wenn, dann hast du dich eher erschrocken, weil dich was anspringt. Aber nicht, weil es gruselig oder eklig oder sowas ist. Ja, also, es kann dran liegen, dass Forest das erste Game war, was wir beide gesagt haben, Peiler. Aber ich fand das schon gruselig, ehrlich gesagt. So hier und da mit den scheiß Viechern im Dunkeln. Nee, kannst so du dich noch erinnern, wo wir hier die DVD, den Horrorfilm, geguckt haben in der Wohnstube bei meinen Eltern, wo wir erwischt wurden von Detlef? Nee, Danny war das. Na und Detlef, glaube ich. Oder nee, der hat uns verpetzt. Detlef. Genau, genau. Oh, also. Ja, da habe ich mir eingeschissen, da hatte ich Albträume. Welcher Film war denn das? Dawn of Dead war ein geiler. Dawn of Dead, genau. Genau, das war echt ein geiler Film. Das hat Spaß gemacht zu gucken. Nee, ist doch richtig. Anzeige. Weil ich sag mal, überleben an einem Kaufhaus ist schon eine coole Idee so. Was die aber draus gemacht haben, war jetzt nicht so cool. Boah, das aber ein bisschen besser. Ja. War schon ganz cool gemacht, Dawn of Dead. Allgemein diese Off-Dead-Teile sind schon ganz cool gemacht. Auch Shaun of Dead, diese Comedy-Reihe so, ist trotzdem lustig. Also eigentlich müssten wir ja den... Wie schärft ihr die Spitzen an? Wie schärft ihr die... Mit der Axt da oben drauf hauen. Genau, du musst halt erstmal einen Holzstamm hinstellen und dann musst du oben das abschaffen. Nee, Digga, bleib mal stehen. Du siehst so dreieckige, also Strichellinien, die in den V nach oben gehen eigentlich, wenn du hochguckst. Nee. Aber was, V? Nee, wenn du so eine rote Linie siehst. Hier, wenn ich hier stehe, sehe ich die. Ah, jetzt sehe ich die, ja. Ja, und jetzt haben wir zu. Genau, dann sind sie spitz. Okay. Cool. Das ist auch, wenn du so eine Dinger halbieren möchtest oder so, musst du gucken, dass du die rote Linie siehst und dann kannst du es durchhacken. Ach, krass. Müsstest du auch hier richtig jagen gehen und so? Ja, zum Essen, ja. Klar. Aber am Spawn, also da, wo du herkamst, da kommen halt ganz viele Möwen immer. Ja, genau, die kannst du halt abschlachten, dann hast du Fleisch erstmal, dann kannst du es grillen, dann hast du Essen. Und du findest ja auch hier und da so ein bisschen Fertigfutter. Ja, und im Gegensatz zu Ark, wenn hier das Fleisch verrottet, kannst du es einfach nochmal auf den Grill schmeißen und dann kannst du es wieder essen. Also verrottete Sachen nicht wegschmeißen. Okay. Ansonsten, wenn du Ureinwohner und sonst was findest, dann kannst du immer einen Arm und ein Bein abhacken. Mhm. Das kannst du auch essen. Zählt auch als Nahrungsquelle. Und es gibt keinen Schaden, sowas wie, keine Ahnung, Zittern oder sowas gibt's nicht. Also du kannst hier Menschenfleisch essen, ist okay. Okay. Du darfst, genau, hast den Darfschein. Ja. So Leute, was kann ich machen? Soll ich erstmal mit mir irgendwo eine Hütte bauen und mal ein bisschen herausfinden oder soll ich euch wobei was helfen? Ich würde sagen, wir müssen mal. David wollte ja mal. Ich würde sagen, wir gehen durch die Höhen, damit er erstmal das Equip hat. Und wir haben ja erstmal Essen und Trinken. Aber David wollte ja eigentlich gucken, was das denn jetzt neu in dem Patch gab, mal so ein, zwei Details. Das kann er auch machen.
Och nö, hab ich nicht so Lust drauf. Nein. Also es sind ein paar Sachen dabei, wo ich weiß, wo ich gar nicht weiß, okay, was soll das sein? Also dazu kam ein Binoculars. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, okay. Vielleicht bedeutet das auf Englisch irgendwas, aber mir sagt das Wort auf jeden Fall nichts. Wie heißt es? Binoculars. Irgendwie wie ein chemischer Zustand, irgendwie verdeckt. Ja, weiß nicht, steht auch nur, wurde hinzugefügt. Dann gibt es einen Hängegleiter, also ich denke mal, dass wir vielleicht irgendwie sowas wie ein Holzstock oder sowas an die Dinge. Oh, das wäre geil, dass wir mehrere Holzdinger zum Beispiel auf den Seilbahnen machen, oder? Obwohl, Hängegleiter könnte auch so ein Flugding sein. Kann auch sein. Das gab es doch auch bei 1 irgendwann. Also irgendwo habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Auf so jeden Fall. Gleiter, so ein so nee, ich glaube, bei Faust war es, glaube ich. Na, es könnte entweder ein Ding sein, was wir an die Seilbahn anhängen können, oder es ist halt wirklich ein Flugding. Weil das gab es, glaube ich, in Faust später. Oh. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir mal Muni geben, bitte? Ich sehe die nicht. Achso, ja, stimmt, Muni-Zuteilung. Also, man sieht sie nicht, aber es steht schon mal da, dass ich sie nehmen könnte. Aber wenn ich nicht sehe, was ich nehme, ist es halt auch blöd. Was willst du denn haben? Na, warte mal, ich guck mal kurz ins Schnellinventar. Sorry, hab einmal zu kurz gedrückt, Leute. Na. Ja, Shotgun und Pistol halt. 9mm? Ja. Also nur, wenn wir genug haben. Wenn nicht so viel da ist, gibt mir nicht so viel. Ich hab nur hier ganz viel Slug haben wir. Dann gib mir alles, was an Slug da ist oder großteils, dann spiele ich Pumpgun. Aber so ein Magazin vielleicht, 9mm wäre schon gut. Also so. Nee, hier ist nicht mehr viel, deswegen. Ach so. War mein Vorschlag, nochmal durch die Höhen zu gehen, da gab's ja Muni, oder? Ja, klar. Ich bin ja noch nicht fertig. Ach so, mit den Mods, mit den Updates, okay. Na, erzähl mal weiter. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich hab doch unterbrochen. Ist ja gar nichts mehr. Ich sag dir, es tut mir leid. Magst du weiterreden? Nicht mit dir. Okay, dann mach ich auf stumm. La 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 la. Nee, nicht uns, du musst dich auf stumm machen. Lalalala. Ich bin alle nicht um zu denken. Also, kommt das schon aus mir raus? Ich weiß es nicht. Ja, es kommt raus, du müsstest es eigentlich auch sammeln, Pfeiler. Ich krieg's noch, 40 Schuss. Gibt's neue Wände für die Außendefensive. Habe ich aber auch noch nicht rausgefunden, wie wir die craften können. Also. Oh, okay. Also kann auch gut sein, dass was Neues auf der Karte ist, oder? Nee, ne Tür für unsere Palisaden außen gibt's. Ja, aber vielleicht auch irgendwas Neues. Kann man die Karte? Ach nee, kann man nicht größer machen. Ich bin ja ein Idiot. Man muss ja rein und raus. Dann ist noch ein Punkt mit Game Boss Fight in Food Bunker. Das heißt, ich sehe da hinten einen blauen Marker, ein blaues X auf der Karte. Also es gibt anscheinend einen neuen Boss. Mit Game Boss Fight. Da muss man schauen, was das ist. Wir müssen gucken, aber Jusen hat ja recht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal die Sachen ablaufen, damit Olli die wichtigsten Sachen auch hat. Also halt noch Türen abschließen, kleine Strukturen wurden hinzugefügt zum Bauen, was ich besser machen soll. Headshot so halbe Wände und so, oder was für kleine Strukturen? Das verstehe ich jetzt nicht. Build small structures can now be grabbed. Achso, okay. Kleine Strukturen können gegrabbt werden. Also. Okay. Dann steht hier some additional story elements. Also kann eine Cutscene sein, kann ein Trailer sein, kann aber auch nur ein Buch sein, was du erhebst. Ja, höchstwahrscheinlich wegen dem Endboss irgendwas, oder? Vielleicht? Der jetzt ja neu dazugekommen ist. Dass da irgendeine kleine Frequenz gibt. Ist kein Endboss, ist ein Mittelboss. Kann sein, dass er leicht ist. Okay, Kannibalen können jetzt vom Baum springen und dich angreifen. Uiuiui, das ist ja, hört sich ja sehr schlimm an. Leute, vor allem für einen unerfahrenen Survival-Experten. So Survival-mäßig ist das Spiel gar nicht, Diggi. Aber Endless, guck dich um. Man kann, wenn man will, aber insgesamt, du kannst das ganze Spiel durchspielen, ohne dir eine Basis zu bauen. Ah, ich wollte das sagen. Okay, hier haben wir die neuen Türen. Hier seht ihr das, Leute. Ey, Leute, da hat eine Frau 3 Beine. Kommt mal mit.
Ja, das nicht, ist eine Freundin. Nee, ist Freundin, ist eine Freundin, ist eine Freundin, ist eine Freundin. Achso. Die gibt es da. Aber, oh, der könnten wir mal eine Pumpgun oder eine Waffe in der Hand drücken. Dann wird's echt nützlich. Kann man die schwängern? Digga, der Jüngste fragt erstmal, kannst du die bumsen? Ist klar, Alter. Ey, soll ich dir die Schrotflinte geben? Okay. Weil mit der Piste schieße ich ja ganz. Aber ich habe keinen Muni. Das sind aber die Standardsachen gewesen, alles klar. Aber okay, das mit den Schlössern haben wir gesehen. Okay, sie hat schon mal die Flinte. Dann muss ich jetzt auch noch Muni geben? Sie hat einen Fisch am Stüssel. Ja, Muni müsstest du dir auch geben, Digi. Okay, ich habe keine Muni. Nee, ein Fisch gibt die um. Danke. Jetzt hat sie meine. Oh, die hat die Piste und die Schrotze jetzt so. Naja. Ja, aber die Piste hat keine Muni. Leute, ich sehe hier gar nichts mehr. Kannst du ihr Muni geben für die Piste? Diggi, hier komm rein. Für die Schrotze. Ja, für die Piste. Hier unten hat er aber ein Kleid. Unten und oben geht immer was an. Ah, die ist angezogen. Aber oh, komm einfach. Oh, sie zeigt den Daumen. Nice, die like it. Wo kann man schlafen? Schlafen ist oben. Lass mal gucken, ob sie den. Aber da müssen wir alle am Bett oben sein. Aber oben sind auch noch Regale mit anderen Stuff drin. Wir versuchen jetzt so ein bisschen zu sortieren. Ey, sie geht da hin. Aber du kannst dir halt immer gerne eine Tasche von Mollys und C4 einpacken. Davon haben wir einen Arsch voll. Kannst du gerne mit loslegen, wenn du Bock hast. Dafür sieht es mit der Molly nicht so gut aus. Ist es so schwer zu finden? So leicht zu finden? Was macht sie? Ja, also manche Sachen, es spawnt ja auch nach, genau. Manche Sachen findet man schon. Hä, sind das Uhren? Leicht. Ja, da kannst du halt Bomben bauen. Wie gesagt, wenn du B drückst, hast du ein Crafting-Menü. Und mit X kannst du zwischen den Crafting-Menüs wechseln, also den zum Bauen draußen. Und wenn du normal bauen willst, so gesehen, musst du halt wieder I drücken, dann kommst du ans große Menü. Ja. Und wenn du dann Sachen in die Mitte packst oder auf dieses Rädchen im grauen Feld rechts gehst, da siehst du halt schon mal, was so ein bisschen geht. Okay. Wenn du halt irgendwas auch kombinierst, du kannst auch mit C4 und ein paar Teilen, kannst du aus dem normalen C4 halt eine getimte Bombe machen und sowas halt, ne? Oder kannst dir aus Stöckern und Stoff eine Fackel bauen oder einen Speer oder Pfeile, so eine Sache. Ja, du müsstest eigentlich nur das Inventar, das du in die Mitte legen und dann siehst du eigentlich alles, was du daraus machen kannst. Immer auf dem Zahnrädchen denn in der Ecke da von der Mitte. Ja, du kannst halt einiges machen und einiges muss man halt finden. Ans Bett. Ich find's schade, dass es kein Snapper-Gewehr gibt. Na, noch ein Abschuss. Vielleicht gibt's das ja, wenn man hier den neuen Boss legt. Wer weiß. Aber ich hab schlafen gedrückt. Also, ja. Und immer mal speichern, drücken. Zwischendurch, genau. Dann hast du auch deine Quip, falls irgendwie das Spiel abstürzen sollte oder du jetzt ausloggst. Dann hast du so ein Grunddings erstmal. Das, was du gerade hast, wäre das Grunddings. So, dann. Ja, ist ja egal. Ich stelle mich mal kurz hier hin, Leute. Gegner, ja. Willst du den killen, oder was? Boah, komm, ist gruselig. Ja, der schreit ein bisschen. Okay, er lebt aber. Aber hast du ein Messer? Drück mal E. Ja. Sehr gut, jetzt hast du Mutantenhaut und kannst sie als extra Rüstung nehmen. Er war einer an der Basis. Und hier ist noch so ein Peter, wollen wir den auch machen? Ja. Hier war einer an der Basis. Geht gar nicht mehr. Runtergucken und R drücken eigentlich, oder? Muni denn? Wechseln. Na, wenn du nur eine Muni bei hast, dann ist das automatisch. Na, er hat gerade eine rote reingeschoben, ich habe aber die gelbe Muni bei. Das Ding ist, Endless, nur zur Information, eigentlich dürfte nur einer pro. Schachschaulin zählt den Counter heute für die Pipi-Pause, echt geil. Aber nein, das Ding ist, wenn wir alles gleichzeitig machen, wie wir beide gerade die ganze Zeit, dann können wir es gleichzeitig nehmen. Das okay, heißt, wenn du irgendwo mal eine siehst und alleine stehst und der Rest deiner Gruppe nicht da ist, bitte warte kurz. Okay. So Leute, was wollen wir denn jetzt genau machen? Wir gehen jetzt von Höhle zu Höhle wieder, wie wir angefangen haben. Okay. Ohne große Pause, damit Endless mal die ganzen Dinge hat. Okay, dann kommen wir einfach mal aber mit, würde ich sagen, David, oder? Oder wollen wir irgendwas bauen? Ja, aber, nee, vorher machen wir nur Essen, gerade. Dass ich immer das mit den Vögeln zeige. Da ist einer, David, hinter dir. Ah. Hier, Endless, komm her. Hier hinstellen und kurz warten. Einfach kurz warten. Da kommt gleich ein Birdie. Hey, der sieht normal aus im Gesicht. Und wenn er tot ist, muss er wieder E gedrückt okay. haben, wie jetzt bei dem Fleischnamen. Dann kannst du das Fleisch aufnehmen. Okay, und das kannst du hier immer als Nahrungsquelle nehmen. Genau, die kommen immer wieder. Hier ist zum Beispiel einer und Federn, immer sammeln. Federn sind David, hier hängt noch ein Pfeil rechts von dir. Ich hatte Hunger.
Da in der Mauer. Jawohl, haben! Sehr gut. Und wie gesagt, die Federn einnehmen, du kannst auch öfter auf den Leichnam boxen. Dann kriegst du noch ein paar extra Federn. Okay. Aber hier hinten lag auch noch irgendwo. Bevor ich den umgeklatscht hier. Aber natürlich erst hier, bevor du es geschlachtet hast. Hier, das musst du natürlich machen, bevor du es geschlachtet hast. Gibt's hier auch Haie? Keine Ahnung. Wir sind nicht so viel auf dem Wasser unterwegs gewesen. Du kannst auch auf den Kadaver urinieren, dann hast du beschämte Federn und die machen Giftschaden. Erzähl ihm keinen Quatsch, Digi. Ich wollte nur wissen, ob er es glaubt, aber nee, der ist clever genug, der Junge. Ah, mega gut. Das Feuer da und aus. Kein Feuer. Dann müssen wir vielleicht mal Dach drüber bauen hier über die kleine Ecke, wo die Feuer dran sind. Oh nein. Ich hab Durst und Hunger. Also tue ich jetzt I. Also Durst, kommst du hierher und trinkst aus dem Wasser? Ich hab noch eine Sprite. Nee, du wirst erst benutzen, wenn du es wirklich brauchst. Wenn wir Wasser haben. Weißt du, wenn wir Wasser in der Verfügung haben, dann nimmst du. Also hier trinken, wie trinke ich? Genau. Einfach runter gucken und eh. Das Feuer jetzt. Und Essen? Essen machst du mit wir gehen hier mal zum Feuer, komm her. Wir haben hier mal ein Feuer gebaut. Auch noch viel verrottetes Fleisch. Mal gucken, ob der Glitch immer noch funktioniert, dass man es noch kochen kann. Genau, dann kannst du, glaube ich, dann kannst du rauf gucken, wieder E gedrückt hat. Und jawohl, dann hast du dein Inventar. Und dann kannst du erstmal so. Ich mach mal das hier erstmal rein. Nee, das will ich nicht essen. Ich esse doch keinen Menschenfuß. Doch, doch, Digga, das ist okay. Digga, das sieht aus wie der Tod, Alter. Ja, aber es schmeckt wie der Himmel. Wirklich? Schmeckt das Chicken. Ja, ich bin gleich. Naja. Gönn dir die. Du musst erstmal kurz warten, bis es durchgebrannt ist. Ja, das muss schon gekocht sein. Roh würde ich es jetzt auch nicht essen. Doch, es geht immer noch. Es geht immer noch, Leute. Man kann vergammeltes Fleisch drauflegen und essen. Ein bisschen Salz und Pfeffer und dann geht das schon. Dann kann das Bein nicht essen. Dann ist ganz viel Ketchup, dann geht das. Dann ess den Arm, David. Hier ist ein Arm. Und woran du es erkennst, dass es essbar ist, du musst, dann ist da so ein grünes Ding. So ein grüner Smiley drüber. Ich esse gerade Möwe, das schmeckt mir richtig lecker. Muss ich mal sagen. Kann man doch knispern. Hätte ich lieber den Arm genommen. Den Arm? Nee. Ich hab das gar Bein gegessen jetzt. Ich hab ein Möwenfilet. Falle, David, fang! Du hast den Arm verbrannt. Oh, Alter, ja. Er ist hochgeflutscht. Na, dann geht's weiter. Warte mal, ich muss jetzt auch erstmal was trinken. Wieso trinke ich nichts? Okay. Willkommen in Forest Island. Digga, du hast auch nur nach unten geguckt und E gedrückt, oder? Ja, richtig. Okay, da. Jo. Zack, wieder voll. Wieso, nicht wieso, getroffen? Hast du die Waffe aus der Hand? Aufs Feuer treffen. Nee, die ist in der Hand. Das reicht. Einfach E. Ich versteh's nicht. Wieso trinke ich jetzt gerade nichts? Doch, es geht. Das nervt mich richtig. Ich habe ja letzte Woche bei Edeka mir Austern bestellt. Und die kamen heute an, einmal aus Holland 12 Austern und aus Irland zwölf Austern und haben richtig lecker geschmeckt. Ich weiß nicht, esst ihr auch gerne Austern? Hab ich noch nie gegessen. Ich habe eine Meeresfrüchteallergie, Digga. Oh. Aber nicht. Also ich nehme es extrem gerne. Ich nehme zwei. Ich verstehe nicht, warum ich nicht trinke. Tauch einfach, dann kommt dieses Gesicht, das Wasser. Muss mich dran gewöhnen, bei Winter rutscht man ein bisschen. Was hast du gesagt? Austern sind aber keine Früchte. Ich hab immer noch Durst. Ja, Austern sind Muscheln. Austern gehören zu den Beeren. er meinte Meeresfrüchte, aber Austern sind keine Früchte. Knochen hat man unten, glaube ich, ne? Oh, hallo, Herr Paul. Keine Ahnung. Ich nutze sie, indem ich sie abhacke. Ja, Jusen ist nur Sachen, die keinen Schatten werfen. Oder freiwillig vom Baum geflogen sind. Egal, komm, wir gehen erstmal wieder zurück zur Base, Endless. Da gibt's auf jeden Fall was drin. Was? Keine Höhle? Ja, ich bin gerade am gucken, welche. Ja, war aber hier die erste Höhle gleich? Ja, auf jeden Fall, da bin ich zu 100% bei dir. Ja, dann der Wald.
Muss ich kurz ein. Ich hab gar nichts zum bin Trinken, blind, das oder sind da keine Knochen? Soll ich vielleicht in. Soll ich vielleicht ins Dings pullern, weil wir sind ja Survival-Spiel, dann kannst du meine Puller trinken. Ist das nicht angenehm, wenn du wir schon arm essen, dann kannst du auch meine Puller trinken. Ganz ehrlich, nee, ich würde Puller nicht trinken. Wir können aus Flüssen trinken. Okay. Aber hier ist ja kein Fluss, hier ist nur das offene fucking Meer. Ja, versalzenes Wasser. Deswegen wollte ich gerne nochmal kurz. Komm, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, meine Wasser. Ja, okay. Dann bin ich ein bisschen safer, weil so fühle ich mich gerade wie ungeschützter Sex, Alter. Bei einem Obdachlosen. Alles zusammen. Auf der Sucht nach Wasser. Sehr schön. So, mein Ausdauer ist leider für den Arsch. Jetzt ist gerade Ende Kalender, also muss ich kurz warten und chillen. Ja, weil dir auch kalt ist. Siehst du diesen komischen hellblauen Balken über deinem Ausdauer? Oh, hier ist ein Wilder. Das ist ein Wilder? Scheiße. Nimm ihm seinen Ausdauer. Das ist ein Wilder, macht er wild. Das er rennt hier hinterher. Pass auf. Bau eine Flagge und stell die hin, dann weiß er, ist dein Land. Ja, da geht er weg. Ey, da würde ich nicht lang schwimmen, da hinten ist ein Wurm. Was, Wurm? Vorne rechts. Das ist ein Wurm. Im Rest immer. Na, da hinten, guck, siehst was du den da hinten? Sich? Wie? Was ist denn das, Alter? Was bist denn du? Okay, noch mal was trinken. Sind die stark, die Würmer? Wenn du nur Pfeil und Bogen hast, ja. Ich hab ne Axt, also kann ich den besiegen. Versuch es. Leute, ich kann nicht trinken, es regt mich richtig auf. Ich komme jetzt mal zu euch. Jusen, wie trinkst du denn? Ja, anscheinend gar nicht, sonst will ich ja nicht verdursten. Oh, es kommt, das etwas kommt. Ja, toll, ich sterbe. Das etwas läuft da hinten weg. Ja, ich nehme schon meine Armbrust, alles okay, Freunde. Alter. Okay, schwebt ein bisschen in der Luft, ihre Pumpkin. Aber ihr habt ihr eine Klamotte gegeben, eine Handwaffe und eine Pumpgun. Habt ihr auch Muni gegeben? Nö. Man kann ja Muni anscheinend nicht richtig geben. Okay. Die sammelt das selber, Dicker. Ich bin mal kurz auf Toilette, kann mich einer kurz beschützen? Ja, stimmt. Okay. Oh, ich lauf einfach schnell noch kurz zur Base. Nee, alles gut. Bleib stehen, Dicker. Hier, hier sind wir. Wir bleiben auch hier. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht trinken kann, Alter. Das regt mich richtig auf. Endlich ist es ganz schön alt geworden, Alter. Mhm. Guck mal, Däumchen. Sie gibt mir einen Daumen. Das ist ja nett. Sag mal gucken, ob du noch irgendwas anderes geben kannst. Badeanzug. Nee, die kann man halt Kleid tragen. Such es. Wir können ihr einen Tracker geben. Dann sehen wir sie auf der Karte, oder was? Every move you make. Olle Kay ist hier auch noch unterwegs. Dann wissen wir jetzt immer, wie sie unterwegs ist. Kay soll eventuell vielleicht neue Befehle haben. Folge mir, hol, Bauer, bleib hier, mach Pause. Leute, es riecht mich richtig auf, dass ich hier nicht trinken kann. Ah, stimmt, ich habe herausgefunden, wenn der bei uns ist und wir ein Radio finden, können wir ihm sagen, nimm Gegenstand und dann nimmt er das Dings. Das habe ich aber, glaube ich, Das hast du schon erwähnt, weil ja. Auf jeden Fall. Weiß ich, kommt vielleicht in Folge 4 oder 5 auf unserem neuen YouTube-Kanal, Leute. Also, checkt das aus bei YouTube, Freunde. Aber S&G präsentieren. Ich kann immer noch nicht trinken, Mann. Das nervt mich. Was und kannst du denn nicht trinken? Hashtag Schleichwerbung. Ich sehe halt kein E zum Trinken. Warte, ich auch nicht. Du sollst ja auch keinen Schnee fressen. Du sollst dich deinen Kopf im Fluss stecken. Weil das Meereswasser ist. Du musst noch weiter höher laufen vielleicht. Kann sein. Alter, da ist dieser Wurm. Darauf bist du jetzt seit 10 Minuten nicht selber gekommen? Warte, ich baller die ab. Geht doch, ja, geht hat er doch. Geschafft. Oh Gott, hier war die Grenze. So, und Gotham City wird wieder untergehen. Und du, Batman, versteckst dich hinter einer Maske. Ich mach jetzt meinen Einsatz. Für jetzt, das reicht auch. Aua! Jusen, helf mir doch! Mann, ich bin doch dabei, ich schieß wie ein Wahnsinniger auf diesen Scheißbogen. Ja, ist doch tot. Was? Den haben wir gleich umgeboostet hier. Besser rein, geht der. Wollen wir den kurz abschlachten, Dicker? Dann haben wir ein bisschen Mutantenhaus. Jo. Na, kommst du mit, Olli? Was? Können wir ihnen den Trick auch gleich zeigen? Komm mal mit, Olli. Kennt ihr das schon? Wir haben doch schon zwei Mutanten ausgenommen. Aber ich bin ja, der unschuldige Neukömmling. Ich bin jung und hab noch nicht viel Wissen.
von diesem Spielchen. Okay, 3. Na, warte mal, lass ihn doch erstmal. Hast du auch ein E? Ja. Ja, 3, 2, 1. 2, 1, los. Ja. Und was nämlich gleichzeitig mehr oder weniger machen, kriegen wir alle Haut. Wenn wir nacheinander geht halt nicht. Wie schon erwähnt er eigentlich, oder? Erwähnt er. Keine Erinnerung, das hat Jusen schon gesagt. Richtig. Da will ich auch gerne stehen. Ohne goldene Maske kann ich die haben? Kann ich die goldene Maske haben? Ja, nimm sie. Viel Spaß damit, Digga. Die mach ich nicht nehmen. Ab. Nee, die kannst du nur in die Hand nehmen, Digga. Die kannst du nur in die Hand nehmen. Das ist so weg. Nee, die kannst du nicht von ihm abmachen. Ja, die müssen wir finden. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Ich nehme mal die goldene Maske. Hier, weil gucke, Leute, Digi. So musst du dann rumlaufen. Ich bin mal ganz kurz auf Klo. Bitte warte ganz kurz. Und dann macht da keiner was Faxen oder wie? So ist das Prinzip, ja. Bei was eine goldene Maske trägt und du trägst es, sind sie halt verwirrt und alle, die drunter sind, wissen nicht. Und bei einer roten, würde ich sagen, ist jetzt so ein bisschen eine Stufe drunter. Ja, also die Scouts kannst du mit der roten Maske wegmachen, also genau. Die dich nicht immer angreifen. Und die goldene Maske funktioniert halt bis warum? Leute, die selber eine goldene Maske tragen, weil gegen die kannst du auch nichts machen. Wie hast denn du geschafft, einen goldenen Anzug zu machen? Du siehst ja aus wie Deathstroke in Gold. Den haben wir gefunden, da müssen wir halt die ganzen Sachen abgehen, Digi. Heftig. Und du bist Johnny? Nee. Hi, John. Das ist Kay. Calvin, Klein Kelvin! Ja, hallo Klein Kelvin, Alter, du siehst ja so dullihaft aus. Ja, der hat was Dolles auf den Kopf bekommen, Digi. Deswegen kann er nicht reden und deswegen musst du dich mit ihm mit Zetteln unterhalten. Ah, okay. Das ist okay, dein NPC-Begleiter. Folge mir. Ja? Na, ist ja schön, dass die deutsche Sprache noch besitzt, okay? Cool. Ja, schön. Achso, Müll haben wir ja alles. Und du bist der Sandmann, Slimeorg, oder? So, wo wollen wir denn hin? In eine Höhle. Na, ich hätte so gesagt, zum Anfang vielleicht die Höhle gleich am Anfang. Da kommt drauf an, welche Jusen und er jetzt schon drin waren. Die waren noch nicht in der Höhle, die sind wieder zurückgekommen. Oh, okay. Olli ist noch jungfräulich, der war noch in keiner drin. Was? Ja, war ich auch noch nicht. Ja gut, Leute, denn ab zur ersten Höhle oder was? Na denn, Jusen hinterher. Let's go! It's a me, Jusen Mo! Ist doch gut, bei mir hast du die rote Farbe, rot-schwarz. Das ist unser Mario. Oder Jusimo. Jusimo. Jusen digitiert zu Jusimo. Aber mit dieser Stimme. Aber sieht aus wie ein Kampfbär, so weißt du. Also eigentlich wie Schauschaulin. Jo. Naja, stell dir mal Alex in Mario Outfit vor. Mit da der hohen Stimme, ja. Da wäre Mario auf einmal vom Körperbau wie ein Bär. Aber stell dir mal vor, so irgend so ein random Mensch, Alter, lernt das erste Mal Schauschaulin kennen, so. Er kommt so an, so denkt sich, oh Gott, der sieht aber gefährlich aus. Und dann kommt er mit so einer Stimme. Ja, cool ist er, wenn er erst mich sieht. Klein und drahtig, sag ich mal. Und dann kommt Alex, ein Kopf größer. Oh, du müsstest so eine und richtig so breit. Stimme. So eine richtig tiefe Stimme müsstest du denn haben. Oh, ey, Alter, wer war das? Sorry, ich war Fledern. Achso. Ihr könnt doch nicht den Lüngling hier gleich ein Messer einrahmen. Ich bin fast warte. Gut. Okay. Ich wollte den Fisch hier abstechen und dachte, ja, ja. Den. Nee, du musst hoch sprechen, Alex. Ich muss tief sprechen. Leute, Volkswagen, das Auto. Ja, genau. Okay, also MC Endless ist deine erste Höhle. Was sagst du? Ah, sind keine Monster drin, habt ihr schon ausgefreundschaftet. Da kommen welche. Nein, das war respawned, ja. Laptops, Digi, kannst du. Er guckt gar nicht her. Okay, lassen wir ihn erstmal machen. Loot kannst du Endless? Alles immer nehmen, das spawnt ja. Komm mal her. Hier ist, guck mal, hast du die Wasserflasche, die Sauerstoffflasche hier genommen? Nee. Hast du hier die Muni und so genommen? Die Fackeln noch?
Einfach überall hinlaufen und E drücken, Digga. Genau. Die Laptops kannst du kaputt hauen, wenn du einfach mit der Axt gegenschlägst, da kommen dann Teile bei raus, also elektronische. Und falls du Licht in der Höhle brauchst, guckst drück du? Mal L. Drück mal L. Ach so. Endlich? Ja? Hier, wie gesagt, Laptop kaputt, kommt das bei raus, ne? Ich mach den. Wo bist du? Hier. Da. Kannst du einsammeln. Genau. Okay. Brauchst du halt zum Beispiel, um das aus dem C4 eine richtige Bombe zu bauen, weißt du? Na, haben wir ja schon eigentlich alles. Warum hier lag auch noch Muni, hast du die auch eingesammelt? Digga, die Höhle hat gerade mal angefangen. Es geht. Wenn hier nichts mehr ist, hast du es eingesammelt. Okay. Komm, auf das Ziel lang. Entschuldigung. Alles gut, Digi. Warte mal, ich nehme mal wieder die Pumpgun, dann leuchte ich. Ey, warte, gedrückt halten, Leute. Leuchte ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist gut, dass der mit der Pumpgun hinten läuft. So. Musst du dich strong? Wie duckt man? Strong? Ja, Steuerung. Also strong. Strong ist das unten links, Digga, was du mit einem kleinen Finger berühren kannst. Ja, ich hab noch nicht so lange einen Gaming-PC. Ja, ist doch alles gut. Sag ich dir doch gut. Ich weiß. Ich bin doch so dumm. Ich bin nicht behindert. Ich tanze nur meinen Namen. Aber siehst du, das ist auch neu. Das Licht hat eine bessere Qualität, glaube ich. Und man sieht richtig den Schatten der Waffe. War das vor dem Update auch schon so? Ja. Kommen ja gar keine Monster mehr. Ne, Digga, wir haben 4 schon gekillt, aber es kann sein, dass was gewüstet wird. Doch chill mal, das ist die erste Höhle, Alter. Bitte sehr. Ja, bitte, komm. Da kommen sie. Attacke. Daneben? Ohne Finger mit deiner. Alter, das ist zu viel. Zurück. Zurück. Ja. Ich bin tot. Okay. Das Wasser. Ich bin auch im Wasser. So ganz, ganz tot. Ja, Leute, ich bin in der Höhle jetzt schon im Dunkeln. Was ist das für eine Scheiße? Na, du musst nicht respawnen, Digga. Wir können dich ja hochholen. Achso, ich bin jetzt respawned. Nee, du bist hinter uns. Du kannst aber wieder nach vorne kommen. Achso, oh ja. Aber manchmal spawnst du wirklich weiter vorne, da musst du aufpassen, weil ich ja. Mach ich nochmal das Taschenlampe. L ist mal Licht. Okay. Hier lang. Die Viecher haben nämlich nicht Wasser. Das Slug-Muni echt super. Was sind das für Viecher, die so einen auffressen wollen? Ist das schon. Finger-Vaginas. Finger-Vaginas? Okay. Eines ist das dann weniger? Nein. Also bis jetzt haben wir doch keinen Unterschied gemacht. Aber theoretisch bräuchte ich einen anderen, der leuchtet. Dann könnte ich auch besser zielen. Warte, ich kann nicht. Warte, wir können auch mal ein paar Dinger benutzen. Die Farbe wird auch anders. Oh. Okay, dann kann ich nämlich mal schnell von der Pumpgun das Ding runternehmen. Kombinieren, entfernen. Okay. Bei uns hat es geklingelt. Hätte ich denn noch Granaten bei gehabt? Nein. Aber Molly, oh, ich hätte Mollys werfen können, ich dämlicher Idiot. Wenn die sogar noch immer im Wasser brennen. Was habe ich verpasst?
Zu viel, Digi. Zu viel. Ah, ja, dann lohnt sich ja der Zugucken auch nicht mehr. Das war rein, oder? Also, zwar nicht viel Mono drin, aber... Gedärme rein und zu werden. So ist es. Musst du gerade noch wegen dem Wochenende mal wieder hin. David, hier ist noch ein Pfeil. Warte, den nehme ich gerne. Ich mach grad die Boxen auf. Alter, da ist Muni drinne. Nochmal Muni. Wie, du hast hier Taschen gefunden, oder was? Nee, ich hab gesehen, dass ich nur 6 Taschen bei hab. Ah, okay. Hier ist auch noch ein Pfeil. Auf jeden Fall gut viele, Alter. Ach ja, Leute. Wally. Ja, ich bin da. Ich habe gerade Besuch hier. Unerwartet. Fuck, ich habe mich hier ab. Entschuldigung, Leute. Ihr seid unten. Wo können wir anfangen? Ja. Na, denn hier oder was? Wo fangen wir an? Hier? Okay. Olli? Warte. Musst du aber auch gucken, dass die. Ja. Hast du? E hab ich. Alter, jetzt kommt hier wirklich einer rein. Ist das Mist. Ich bin tot. Ja, der gut, wenn ich eine Karte kriege. Gut, das war meine Pistol-Muni. Wo ist er hin? Achso, du musst nicht sofort E drücken, kann ich auch aufgeben. Oder hat er dich zweimal gehittet? Ich zweimal gehittet. Ja. Dann kommt er raus, dann. Boom. Boom, Schmetterling. Befreie dich. Aber wenigstens machst du das durch, was wir auch alle durchmachen müssen. Aber letztendlich, das ist ja die Sache, wenn ich es allein spielen würde, man würde es doch gar nicht schaffen, alleine diese Höhle zu bezwingen. Nee. Oder will das Spiel, dass man jetzt. Gegner sind? Also, guck mal, deine Waffen an. Hättest du uns nicht, du würdest keine 3 Meter kommen, Digga. Na doch, man muss bloß taktischer spielen. Hättest du jetzt ein paar Granaten und Mollys bei, wäre das alles schon was anderes gewesen. Ich habe jetzt Mollys bei und hab das verrasst. Würde er alleine spielen, hätte er noch gar keine Mollys und sowas. Ja, nee, da wären aber auch so viele Viecher nicht auf einmal gekommen, weil du ja nur Pfeil und Bogen hast und dadurch macht dir keinen Kraft. Nee. Hier E drücken, Leute. Alter, wo bist du? Kommt alle ran. Ja. 3, 2, 1. Speichern ist doch mein Fortschritt eigentlich auf der Welt. Ja, wenn du halt wieder auf hier, der hier? Und speichern drückst, der da. Habt ihr? 3, 2, 1. Erstmal. Kannst du ja erstmal gleich eine Rüstung gönnen. Hier ist noch einer. So. Nee, hier ist bei mir nicht mehr. Aber doch. Du siehst es auch manchmal, wenn wir erst reinstechen. Also aber doch nicht gleichzeitig. Hier ist einer. Also, solange jemand noch drinne steckt, kannst du es auch immer noch machen, aber. Seht ihr den Arsch hier am Ring? Ja, hier. 3. Warte. Ja. Ach, der Arsch, okay. Ich dachte, der Arsch, Leute. Okay, einer hat wohl nicht in den Arsch gespielt. Ich hab keinen Fall. Aber hier liegt auch noch einer. Hier. Ja, jetzt ja den sehe ich. Und los! Gönnt auf den Arsch! Zum Wasser. Okay, Leute, dann zieht erstmal an, ich pass kurz auf. Ja, okay. Also wieder ins Menü Endless und nach rechts gucken und da siehst du irgendwo diese Mutantenrüstung. Und da linksklick drauf, dann ziehst du die an. Und dann siehst du den lilanen Balken neben dem Leben. Inventar ganz weit nach rechts gucken, ganz weit nach rechts gucken, du musst dich umdrehen. Guck mal. Ist die nur Oxy? Nee, weiter rechts? Ganz, ganz rechts. Ah, hab sie, ja. Ja.
Gut, dann mache ich jetzt meine ran, ja, Leute. Ach was? Ja, das ist quasi extra Leben. Heftig. Dann habe ich jetzt viel extra. Ja, das verhält sich so wie Leben. Also wenn du Schaden bekommst, dann geht die Rüstung erst runter. Das ja, du, genau. Kommt jetzt so ein Glibber an. Ja, wie wir aussehen. Und wie oft kann man die stapeln? Also wie oft ist das? Ja, bis das 10-mal. Die Reihe voll ist. Ja, das siehst du ja links da auf deiner Energieleiste. Das Pinke. Neben deinem Leben ist Pinke. Vorsicht! Was denn? Jetzt halt zugestochen. Ja, da kommen zwei Viecher. Sehen kann bloß nicht richtig sehen, ey. Da kommt noch einer. Erwischt. Ist tot? Ja. One shot. Na, dann machen wir hier erstmal weiter, Leute. Ja, ich bin voll. Massage. One shot. One shot. Na, ist egal, der macht. Denn wenn fast jeder voll ist, ich hacke jetzt durch. Nee, ich würde schon gemeinsam machen, Dicker. Warum machst du das? Aber der wird doch gesagt, hat er ist voll. Dann kommt her. Ja, hier. Aber nur weil er voll ist, heißt das nicht, dass er für den Rest der Menschheit redet. Ja, nee, aber wenn ich voll bin, dann kann es ja auch. Also, dann ploppt es ja bei mir, glaube ich, auch aus. Du kannst Olli aber auch nochmal einsammeln. Ich sammle einen. So, Leute. Absolut. Hier in der Ecke. Habt ihr die hier schon? Ja. Anscheinend. Oh, Leute, ich komm. So, ich hab Rüstung voll und hab noch einen über. Ich komm nicht raus hier. Ja, dann hock dich mal kurz hin und versuch zu schleichen. Meist klappt das auch. Ja. Fast im Nebengame. Jüdi. Nee. Ah, jetzt. Ah. Cool, ich musste bloß an dir vorbeilaufen, dann ging's. Zu drei? 2, 1. Alter, okay, Leute. Seh ich eh nicht jetzt. Jetzt, Alter. Wir müssen es immer zeitverzögert machen. Wie bitte, Ding? 2, 1. Feuer! Ja. Aber ich finde immer noch Messer rein, Gedärme raus, ganz gut. So, links oder rechts? Das helle oder das dunkle? Lass bitte Endless entscheiden. Jo. Ich würde gerne rechts nehmen. Kannst ja auch gerne noch Knochen einsammeln, wenn ihr die Taschen noch nicht voll habt. So. Braucht man für Pfeile und so. Jo, lasst Endless entscheiden. Rechts. Aber ich gehe mal in Nahkampf. Das Deutsche Reich entscheidet rechts. Das zählt nur für Endless. Aber auch nur zwischen 33 und 45. We have a dream. Ja, das ist besser. Das war eine ganz andere Geschichte. Ja, das stimmt auch wieder. Wer läuft denn hier links und rechts? Der Dildo, Alter. Aber wäre schon die Krönung der Ironie, wenn er den Uri sagt, hätte auf einer Rede. Gut, hier ist zum Glück kein Monster. Mann, das ist doch nur einer. Was würde ich machen ohne euch? Alter, ein Hit, der ist schon weg. Also, so drei? Ja. Also so spontan würde ich sterben raten. Drei. Warte. Drei. Zu spät. Warte. Leute, hier ist noch ein Gegner, Mann. Und noch mehr. Alter, ihr nehmt hier aus, als wäre Weihnachten, Alter. Geil, Alter. Ich liebe es. Keiner hilft mir, Alter. Doch, ich bin doch bei dir, was ist dein Problem? Wir haben die hinter uns gesehen. Ja, deswegen. Du bist gemutiert, das Stück Scheiße. Ich hoffe, das Spiel ist nicht gut. Er ist aber 18, Dicker. Alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja, er ist nicht frei. Da hockt da noch einer vor dir, Digi. Schnetzel, Schnetzel. Oh, ich war Hunger. Also ich glaube, ich hab noch Hase. Alter! Oh, Digga, er hat mich. Hast du mich, Jusen? Ja, warte. Aber nicht mich treffen. Wo bist du? Ihr seid so weit vorne. Ja, Digga, weißt du, wie viele da kamen? Ja, wir haben uns da wie die Samurais durchgeschnetzelt, verstehst du?
Ja, aber wenn ihr weiter nach vorne rum rennt, ist doch klar, dass mehr kommen. Naja, aber was sollen wir machen? Hat jemand was zu trinken? Ja. Nee, trinken habe ich nicht, ich habe nur Essen. Und Schmerzmittel. Du hast eine Trinkwasser, du hast da Trinkwasser unten links. Nee, nicht du. Na, meine ist leer, ich habe die nicht aufgefüllt. Und Energy hast du auch nicht, oder was? Nee, wie gesagt, ihr müsst ihm was zu trinken geben. Essen kann ich ihm geben. Kein Thema. Ja, warte kurz, ich hatte gerade einen Gegner. Hey, was bist du denn? Bist du einer, der hier... Leute, warte, Team. Gegner. Okay. Ich hab dir zwei Energies gegeben. Oh, ich bin wieder down. Du bist eine Schweinebacke. Okay, aber wie gesagt, immer warten, bis der Rest da ist. Oh, noch ein Gegner. Okay, Leute, okay, dann nehmen wir einfach aus jetzt einfach. Ja, wir haben ich bin down, wie gesagt. Ach so. Wo liegst du? Dass man das bisschen weiter vorne. Dass man das echt nicht sieht, also... Ach, hier ist ein Respawn-Punkt direkt von dem Motherfucker. Hier sind gerade drei vor mir gespawnt, Alter. Messer ihn. Hier liegt doch noch Muni und Granaten. Komm. Bei der Leiche. Ich höre auch ein Radio, das war das da hinten. Schatz. Hast du den Respawn in den Arsch gemacht, Jusen? Ich hätte Musik, Leute. Hier ist kein Respawn direkt, aber ich habe gerade gesehen, dass drei gleichzeitig vor mir gespawnt sind. Okay. Oh yeah. Jetzt alle zusammen. Oh yeah. Disco, Pogo, Klingelingeling. Wenn alle Arzen spielen. An ihrem Ding. Yeah. Ring Ring. Und spielen in Höhlen. Alle vier zusammen. Yay. Also ich nehme mir noch ein bisschen Fleisch mit, bevor ich weiter renne. Mucke läuft auch. Läuft doch. Wir spielen 104.6 RTL. Die Sonne ist schön, das Winterwetter ist kalt. Herzlich willkommen. Der nächste Song ist Drive of the First. Hashtag, hier könnte Ihre Werbung stehen. Achso Leute, ich habe auch gesehen, dass man wirklich, helllichten Tag habe ich einen gesehen, der das Kreuz in der Hand hatte und dann sind die Viecher haben angefangen zu brennen. Wenn du denen das Kreuz entgegenhältst. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Hilfe, echt? Babys! Hab ich nicht gesehen. Babys, Leute, kommt mal her! Ja, also, die musst du auf dem... Als wir in der Hölle auf waren. Auf den Popo hauen. So. Ja, weil der kleine Seele ist ein Die machen ja so süße Geräusche, aber die abschlachten sind geil, Alter. Geil. Jock noch einmal. Granate, Kid Baby. Du bist jetzt tot. Da hängt sogar noch die Nabelschnur dran, Dicker. Oh, ja, die schneide ich jetzt ab. Kannst auslutschen. Golf finden und dann Gold. Alter, ein Stack für später, ja. Och, Alter, wir sind so grob, Alter. Deswegen, Leute, und darauf stehen die Leute im heutigen 2023. Grob und fahrlässig. Richtig. Da hast du aber auch leider recht. Hier, die liegen Mollys. Oder Flaschen. Mit der Flasche, wenn du im Inventar die Flasche reinpackst und Stoff, dann kannst du dir daraus Molotow-Cocktails bauen. Aber nur den Stoff. Packst du die Flasche und den Stoff, kochst du gleich einen Molotow. Genau. Kann ja mal welche schmeißen, wenn wir wieder hier kommen. Ich nehme mal welche in der Hand. Bin gleich wieder da. Okay, da hast du Chance noch gegen den Endboss. Devil, Olli. Ihr müsst mal durch das Endboss. Loch. Ja. Guck mal durchs Loch. Hier, vor mir. Guck mal durchs Loch, du Ferkel. Guck mal so ein bisschen. Mach nicht, das ist ein Glory Hole. Ja. Ich will nur, dass du da was reinsteckst. Leider kommt man nicht durch, aber... Das ist ein fettes Vieh. Ja, fragen wir uns auch. Warte, das muss da mache ich was Geiles draus. Was denn? Packt jetzt das Zivieren. Wow, du bist ja nicht crazy, ja. Du Drecksvieh, Alter. Du kleines Drecksvieh. Das ist noch ein Schickam, ja? Du kriegst mich nicht. Dicker, aber du wirst zu uns, nicht zu ihm, ne? Du musst schon genau das Loch werfen. Das ist gar nicht so einfach. Nein, mach ruhig weiter. Es ist völlig in Ordnung. Hör auf den, der nicht mitzockt, ja, das wollte ich sagen. Das ist immer der Beste. Jetzt hab ich ihn. Ja.
Und was zeigt er mir? Das ist eine Waschmaschine und ein Raum, Leute. Ja, aber man kommt nicht durch, Diggi. Kannst ja gerne versuchen, mit der Axt einzuhauen oder so. Also Waschmaschine und ein Raum. Ein Waschraum. Ja, ja, richtig. Ach, Jusen. Und vielleicht kann man hier irgendwo lang. Ist die Ende? Na, wir warten kurz auf David, dass er wieder da ist. Davidos. Bleib mal stehen, Diggi. Ich geb dir mal ein paar Sachen. Ja, genau. Du brauchst ein bisschen Equip, Digga. Schmerztabletten kannst du dir gerne mal auf die Codeswahl machen. Hat jemand noch von euch Oxycodon? Natürlich, massenweise, Digga. Ich hab nur Telegin zu Hause. Mein ganzes Östrogen-Tabletten. Bei dir kann ich mir vorstellen. Bitte was? Ja, aber mein ganzer Keller ist voll, Alter. Echt? Was? Ja, mit Antidepressiva, aber die helfen halt nicht. Ist mir egal, das bringt nichts. Naja, weil du die auch schluckst wie Tic-Tacs irgendwann. Ist sie immun. Also ich mach die halt anal, ist das okay? Ja, da steht oral drauf. Genau. So. Ich hab nur OA-Schwäche, sorry. Du, Digi, dann halt mal I gedrückt. Oder nee, warte mal, drück mal I kurz. Ich? Ja. Dann geh mal oben zum schwarzen Koffer und dann immer da rechts neben den schwarzen Rucksack. Und da machst du mal Rechtsklick drauf. Wer nimmt da den in die Mitte? Hä, wo muss ich denn jetzt gucken, hä? Na, beim Rucksack selber siehst du ja alles. Ja, wenn genau. Rucksack in der Mitte ja, ist, hab ich. Siehst du halt den Rucksack mit der Axt oder was auch da an Equip dran hast, alles. Genau. Und das kannst du direkt anklicken. Und das kannst du auch entfernen, wenn du Bock hast. Und dann kannst du was Neues dazu klicken. Und dann hast du ein schnelleres Schnellklicksystem. Ist so gesagt deine Codeswahl. Hier kannst du jetzt deine Waffen ranmachen oder auch mal eine Bombe. Oder wenn du Molotovs hast, den Molle ranmachen. Oder auch die Medikamente zum Heilen. Ich überlege gerade, ob ich mir lieber den Maßregel mitnehme oder den Handmasturbator darauf packe. Handmasturbator. Manchmal kannst du auch mehrere Sachen mitnehmen. Okay. Musst du einfach ausprobieren, was, aber das kannst du dir auf die Codeswahl legen. Wenn du dein I gedrückt hältst, dann nimmt er kurz den Rucksack und dann kannst du dir schnell die Sache auswählen, die du brauchst. Zum Beispiel zum Heilen, zum Essen, Molotow, Waffe. Gut, dann haben wir das Thema auch einmal durch. Hat jemand noch ein Energy oder irgendwas zum Trinken? Nee, war. Nö. Cool. Dann lass weiter. Jo. Wo lang? Endless. Nee, hier war Sackgasse, hat er recht. Müssen zurück. Übrigens, Jusen, das ist ein Analgetikum. Das musst du nicht anal nehmen. Der musste jetzt noch kommen. Warte. Ich hab nur drauf gewartet, bis ihr aufhört zu labern. Dankeschön. G-Man? Ja. Der Witz hat den Reiz. Unsere Folge wird dann auf YouTube veröffentlicht, oder? Die wird dann auch auf YouTube veröffentlicht. Geile Sache. Hier sind ein paar Leute. Kein Thema, ich verlinke dich da auch gerne. Kein Ding. Den Link rauszukopieren und einzufügen, das dauert keine 10 Sekunden mit YouTube-Video. Wir müssen bloß die Links noch freischalten, da haben wir nämlich mit der Affinität oder wie auch immer man es nennen will, halt ein kleines Problemchen. Ja, Ausweisnummer eingeben, Gesichtsscan gemacht und alles mögliche, Alter. Aber die wollen uns nicht zulassen. Und wir wissen noch nicht warum. Das werde ich jetzt alle mal nachgoogeln, weil wir erst im nächsten Monat es nochmal versuchen können. Und dann sind im YouTube-Kanal unten auch die Links freigeschaltet. Ja, vielleicht gibt es eine Gesichtskontrolle einfach. Naja, habe ich ja gemacht, aber hat ja nicht gezählt. Sogar zweimal. Leute, ich habe am Sonntag mein Videodreh für ein neues Musikvideo. Geil. Wer Bock hat, mitzukommen, kann mitkommen. Kommen viele Leute mit. Kommst du mal? Achso, ja. Ich vergesse nicht, dass hier steht noch da. Na, falls du es vergessen hast, wir spielen ein Spiel. So ganz nebenbei. Ja, Multitasking ist nicht eben seins. Ich meine, Ausdauer schon wieder für den Arsch. Ja. Du musst ja nicht mal springen, Dicke. Du hast doch Energieriegel, die kannst du auch essen. Die bringen dann auch beim Schlafen. Nee, das ist die Kälte Dunkel. Einfach, ganz ehrlich. Naja, dadurch hast du nur die Hälfte, ja. Hat man nicht von der Entscheidungsmöglichkeit zwischen links und rechts? Hier ist links, kommt mit. Okay, Endless. Let's go. We follow you. Schwimmen. Ist Ende. Na fuck. Ja, scheiße. Oder kommt man da rüber springen? Was? Diese Ecke? Nee, ist Ende. Nee, ist wirklich Ende.
Nee, dann war die erste Höhle. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also müssen wir speichern gehen? Wir müssen nicht speichern. Es gibt ein automatisches Speichern, sodass unsere Dinger eh gesichert sind. So. Also brauchst du keine Angst haben. Solange wie du stirbst und dir immer wieder dein Inventar einsammelst, ist alles schicki, Digga. Dann brauchst du theoretisch auch nicht speichern. Wenn du das Spiel beendest, wäre es auf jeden Fall besser. Okay. Dann dackeln wir mal raus und gehen gleich in Höhle Nummer 2. Oder rennen wir erstmal zum Ausrufezeichen? Na, wir gehen jetzt. Ne, ich dachte, wir können nochmal abbiegen. Nee, oder? Ja, dann guck noch mal. Ich glaube, wenn wir weiter zurückgehen, konnten wir nochmal abbiegen. Endless, kommst du oder? Ich komm. Ich bin der hier verdurstet. Ja, hier konnten wir nochmal abbiegen. Flüssigkeit im Glas rumschwappert, wenn man sich langsam bewegt. In der Molle ist es doch cool, wenn man sich aber schnell bewegt. Es ist schwul. Naja, das sieht ja nicht mehr so gut aus. Es ist oldschool. Das ist auch blöd. Okay, hier unten war nichts. Ja, hier war nichts. Ich bin bei David und hier ist Wasser. Wasser zum Trinken oder nur Wasser? Weiß ich nicht, ich habe eine Molle in der Hand. Ich glaube, ich kann gerade nicht trinken, ja, Mann. Nur Wasser. Schon wieder nach sehr großer Höhle aus, aber ich kann kaum 3 Meter weit gucken. Das soll die erste Höhle sein. Ich dachte, das soll Kendern hier sein. Und hier machen wir jetzt auch immer eine Expedition bis zum Mittelpunkt der Erde, oder was? Ja. Das ist doch scheiße. Okay. Ah, okay. Das ist wieder das, wo es dann im Kreis geht, oder? Ich bin einfach weitergelaufen. Ah, okay. Ja, warte mal ganz kurz. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den Lederbeuteln Energy habe, Alter. Gib mir Energy. Aber hier unten an dem Wasser müsste man trinken können, Jusen. Na, probier mal aus. Das sind noch Steine und Seile und so. Außer Peiler wieder drin hier schissen. Dann will ich's trinken, ist mir egal, außer es ist trinkbar. Also bei A kann man einfach unter Wasser tauchen, hat man getrunken. Jo, das ist halt eigentlich A. Ging das hier in auch eigentlich immer, aber es geht bei mir jetzt auch nicht. Warum hat er eigentlich die falschen Klamotten jetzt an, nur weil ich ins Wasser gegangen bin? Alter, hab ich irgendeine scheiß Beere oder so? Meine Fresse, wird hier heute geflucht, ey. Was ist denn los? Ich mach die Taucher-Scheiße an. Ist ab 18, wir dürfen. Ich werde Peiler empfehlen, wenn wir später schneiden, das nur für Kinder rauszubringen. Na, dann mache ich mal so dieses Delfinen-Lachen rein. Hier ist Trinken, Leute. Hier sind zwei Kaltgetränke in Dosenform, falls jemand Durst hat. Oh ja. Ich brauche die auf jeden Fall auch, aber ich wollte es euch erst zeigen. Falls jemand Durst hat, ich sag eine halbe Stunde, ey, ich hab Durst. Falls jemand Durst hat. Digga, bei mir blinkt es auch rot. So ist nicht. Gönnen mir jetzt auch erstmal beide. Nein, da reicht mir erstmal das nicht. Nee, ich will ja auch noch was essen. Das Essen, was ich bei habe, ist nur noch trockenes Essen, also Cornflakes und 5 Minuten Terrine trocken. Obwohl, die Cornflakes haben jetzt gar keine Flüssigkeit abgezogen, sehe ich gerade. Endless, magst du zu uns kommen oder bist du eher... Ich esse gerade. Also ich esse ein Spiel, meine ich. Ah ne, sorry, ich war gerade... Ich dachte, du wärst auf der anderen Seite, weil dein Name da drum steht. Aber dann stand du direkt vor mir, sorry, hab ich... kurz eine falsche Peilung gehabt. David, hol dir doch die Schwimmmatratze. Die Schwimmmatratze? So cute, oder? Luftmatratze. Mhm. Hier sind noch ganz viele Köpfe. Arme. Hier ist eine Uhr. Backeln. Was zu trinken. Ein Laptop. Energy Drink, ja. Knochen. Stoff. Ein paar Alkoholflaschen. Schokoriegel. Kann man auch nehmen. Feldration. Feldration ist auch wichtig. Jo.
Ach komm, haben wir doppelt gemoppelt. Wie kriegt man die an? Nö, er wirft sie einfach nur. Okay, das war's hier wohl, oder wie? Okay, David kann noch tauchen vielleicht, ja. Hier, David, ich schick dir ein Licht. Und aus. Ich glaube, hier ist nichts. Oder? Ja, mehr genug von den Dingern. Guck dich ruhig um, hier liegen überall Fackeln. Nee, der ist schon, gar nicht mehr hier in dem Dingsticker. Der ist schon woanders. Ja, hier ist noch ein Tunnel durch. Ich glaube, hier waren wir auch noch gar nicht tauchen. Nee, kann gut sein, weil wir die Taucherausrüstung vielleicht noch gar nicht hatten. Das ist natürlich, Olli hat keine Taucherausrüstung. Ich hab keine Taucherausrüstung. Das stimmt. Olli hat keine Taucherausrüstung. Ja. Ey, ich glaube, Atlas hat keine Taucherausrüstung. Ich glaube, die Taucherausrüstung hat die. Ich bleib bei dir, Dicker. Damit du dich schön. Okay, wenn wir raustauchen, sind wir immer in der Oberfläche. Alles klar. Dann kommt ihr wieder zurück oder sollen wir einfach raus? Ich würde jetzt gerne zurücktauchen, weil ich nicht mehr weiß, wo der Eingang ist. Okay, Endless, weißt du, wie es rausgeht? Jo, und das ist auch gar nicht so kurz, der Weg. Ich tauche immer noch bis zu dir. Also ich kenne den Weg auch nicht, aber ich nehme den Weg, der da ist. Deswegen hoffe ich mit Olli einfach rauslaufen. Lauf doch mal mit Olli einfach raus jetzt. Ich weiß doch gar nicht, wo da. Bis Markus, wir sind kurz vor. Wir sind an einem See. Das freut mich. Das David. Hey David. Siehst du mich? Ja. Das kleine Feuer auf dem Wasser. Das lilane. Schön Lichtsignale. Der Junge survivalt, das merkt man.